zurück in Game of Thrones und jetzt finden wir raus, wer der Verräter ist und war die ganze Zeit. Mein Tipp ist Duncan. Weil der fast zu naheliegend. Ja, weil er ein Schisser ist und, glaube ich, lieber als Opportunist. Na, nicht Schisser. Ich glaube, er glaubt wirklich, ich glaube, er glaubt. Nicht so eher so. Ich glaube, er glaubt, dass das einfach die beste Lösung ist vielleicht. Ja, ja, dass er sich lieber bei den Boten aber nicht als Schisser, sondern weil er wirklich glaubt, dass es halt das Beste ist, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ja. Nicht aus Angst, sondern einfach... Und vielleicht hat er ja auch recht. Aber oder schauen wir erst mal, was Hardliner ist. Schauen wir erst mal. Hey? Oh, my lord. You scared the bloody daylights out. Also doch der Hardliner. What's that? You tell me. You don't scare me, Roderick. I've known you since you were a boy. Start talking. Yes. I have been working with the White Hills. Whoa. But only because you stopped listening to reason. Did I now? You pushed me to this, Roderick. Don't you dare start making excuses. Excuses? Are you that naive? Look at you, Roderick. You're weak. You're weak. Just like Ethan was. Making Duncan his sentinel. Ethan was a boy. Ethan was a fool. And you've been making fool choices too, since the day you crawled off that corpse cart. Letting Griff force you to the ground without a shred of dignity. Taking Duncan to High Point. When what you needed was an experienced soldier. Hell, you even managed to get Arthur killed! Enough, Roiland! You've had every opportunity to save this family, but you've squandered them all. Your father would be ashamed. Hate me for it, but it's the bloody truth. You betrayed us all, Roiland! My father included! I've held true to what I believed. Which is more than I can say for you. The only thing that matters is that you swore an oath to all. I swore to your father. I'd swear to Asher if he were here. But you're a cripple who can barely hold a sword. Asher knows how to act. All you do is limp between defeats. Asher would cut your traitor heart out. Oh, I don't doubt it. He has more balls than you ever will. Ja, das wäre amazing. Roderick, it's Griff, he's gone. Somebody set him free. Was this your doing? They were going to ambush you at the trade. I just saved your life. But Ryan... Ryan, how could you? This was his doing. Just sentence me and be done with it. Kill me, and Asher dies too. Was hat das mit Asher zu tun? Tja, nix. Wenn wir es nicht rausfinden. Ich dachte, Rübeabwehr die Strafe. You did it. It was the right thing. Ja, ist ja gut. What Roiland said. We have to warn Asher. We can't, not if he's at sea. My lord, what do we do? Der hat die fiese Crew, der kriegt das schon hin. Der ist echt so eine fiese Crew. Prepare for war. We ride for the coast. Wir bereiten uns. Prepare the horses. Ja. We're going to war. Ah. Warum, ich hab's nicht verstanden, warum jetzt der Asher dann darunter? Weil die White Hills ihm auflauern, wenn er hier Aden landet. You smell that? We're almost there, Vesca. Let's have a look. Come on, break it up! Save your lovemaking for below deck. They listen to you. Barely. But what happens if your lord brother decides he's the one in charge once we're at Ironrath? Do you expect them to follow his orders? Or will it be you commanding them?
They don't know him. A lord sounds an awful lot like a master. I'm just another sword. No different than any of you. Roderick is the rightful lord. Aber eigentlich ist er doch. Everyone will love him. Oder? They'll want to fight for him. Hey, if he's anything like you, well, we'll see. Warum waren er in Essos? Warum er in Essos war? Ja. War doch exiled. Warum? Weil er mit der Tochter von den Whitehills da. Hm. Ach so, ah, ja, stimmt. That's odd. Port's quiet. Umgemacht. No guards. Hardly any ships. Maybe they're all off fighting one of your king's wars. Could be. Or could be we'll have a fight on our hands. I'll let the others know. Right. Müssen sich wenigstens nicht gegenseitig tothauen. Oh, this could die andere Leute tothauen können. Das sind so wenige. So ein bisschen. So, ja, die haben das underwhelming. Der hat eine Keule. Ugly. Die Wampe mit dem Herr. Fucking freezing, too. I said you'd be paid. I never said you'd be warm. Asha. Thank the gods you've made it back. You've looked better. We've no time for small talk, brother. Hope you're ready for a fight. Lord's got something planned. I don't know what yet. It won't be good. Been stuck on a boat for weeks. Can use a good fight. What? Get that gate open! Oh oh. Oh, der Griff. Asha, no! It's been a while since I killed any Whitehills. Checkt nicht, wenn. Aber er wusste doch, dass sie einen Hinterhalt planen. Das hat ihm doch der Roiland am Ende noch gesagt. Boah. Was ist hier? Out of my way! Scheint. It won't go further! Oh. Asha, you have to get out of there! Looks like it's up to us! Shit. Asha! Raise the gate! They've got us outnumbered! Oh, shit! We have to get out of here! Ja, das ist natürlich auch ein bisschen doof. Geht so. It's stopped! Advance! The gate will fall without one of us holding it. One of us has to stay. Asher ist noch ein bisschen fitter, oder? Ja, Asher soll kämpfen. Aber der hat's halt am Bein. Who stays behind? Ja, aber trotzdem, Ashers. My lord, you must hurry. Ach so, einer wird sterben auch noch. Roderick stays behind. We need you to lead our house. Let me save your life and our house. Whoa. Iron from ice, brother. Iron from ice. Ach, scheiße. Ja, ja. Hab ich auch erst gerade nicht richtig realisiert. Den erwischt jetzt komplett, oder wie? Ja, ja, genau. Hab ich ihm auch erst kurz danach realisiert. Aber eigentlich... Naja. I'll hold them off. But my lord, you can't. Asher is your new lord. Yes, my lord. Roderick, go! Ach, der hat schon andere Sachen überlebt. Geht doch. Schlägt sich doch wacker. Oh. Oh nein. Oh nein. Mach was. Sagst du so leicht. Was? Oh,
Ich dachte, der eine hält die Tür auf und der andere kämpft dann. Nee, das habe ich auch erst gedacht, aber da habe ich schon dann den Unterschied. Au. Oh, nee. Auch schlecht wäre das Bündnis mit Elena. Ach so, das war's jetzt. Wir sind aber gerade offline, deswegen können wir jetzt keine Statistiken vergleichen. Shit. Warum sind wir denn offline schon wieder? Er spinnt den ganzen Tag schon. Naja, wenn du so OK drückst, dann kann man auch mal die Entscheidung sehen trotzdem. Nein. Nee. Ja. Wäre es jetzt besser gewesen, wenn Asher gestorben wäre? Das war dann sehr kurzfristig. Ich habe im ersten Augenblick auch gedacht, einer hält die Tür offen, damit die irgendwie reinkriechen können, der andere kämpft. Und dann dachte ich, ja gut, dann hält lieber der Roderick die Tür offen und der Asher kann gerade besser kämpfen. Und dann habe ich dann aber, als die Gedanken kamen, während du halt, dann, also wie sie auch selber gesagt haben, während die Aussage machen konntest. Ja, da hatte ich dann aber eigentlich schon gedrückt. Ja, da habe ich dann gemerkt, oh fuck, das ist doch nicht ganz, die Entscheidung ist doch eine andere. Ich glaube, das war jetzt ein Fehler irgendwie. Weil der Asher, der wäre eigentlich... Der Roderick hat sich jetzt eigentlich, finde ich, schon gut geschlagen, so als neuer Lord. Und hat ja jetzt auch eine Zukunft mit den Glenmores und so. Hm. Aber es wäre doch nicht Game of Thrones, wenn nicht der überraschende Typ gestorben wäre. Ich fand es aber ganz gut, dass es nicht der Duncan war. Weil das war irgendwie zu... Das wäre zu... Also zu offensichtlich, unoffensichtlich. Es wäre praktisch, dass man eigentlich dem vertraut die ganze Zeit und das wäre so ein typischer Kniff gewesen, dass der Duncan wäre. Ja. Das war das, heißt, was du und was auch ich auch bei mir als erstes gedacht haben. Was ist das? Der Freund, der ist ganz nett und der hält immer zu einem. Ja, spricht ja auch nicht wirklich, sondern sagt immer, okay, das machen wir so und so und hilft und tut und macht. Und das wäre der offensichtlichste Kniff gewesen, der offensichtlichste Spin, dass der dann doch der Verräter ist. So, ne? Ja. So, ja, stimmt schon. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass es eher nicht war, weil das wäre so, man hätte sich ein bisschen billig angefühlt tatsächlich. Wobei die andere, umgekehrt könnte man ja auch sagen, ja, es war eigentlich klar, dass der Verräter sein musste, weil der eindeutig mit den Entscheidungen von dem neuen Lord nie so recht einverstanden war. Ja. Wir haben ja auch alles dafür getan. Das ist ein bisschen wie bei, wer jetzt kurzer Spoiler für die, die es immer noch nicht gespielt haben, das Ende von Mafia 1. Der letzte Boss ist ja da quasi einer der wichtigsten Handlanger von dem Don, okay, der einem dann quasi in dem letzten Dialog, bevor es zum Kampf kommt, alles sagt, womit man eigentlich selber die Familie in Gefahr gebracht hat oder beziehungsweise der Familie geschadet hat. Ja. Also quasi aus dessen Perspektive die ganze Zeit so, ja natürlich, wenn man das so sieht, dann ist es klar, dass ich selber eigentlich der bin, der Familie schadet und dann muss ich halt weg. So, und insofern, genauso war der halt jetzt auch drauf, der Royland. So, du hast das falsch gemacht, dein Vater hat alles ganz anders gemacht, deswegen ging es nicht anders, Ne? Also, das ist halt nachvollziehbar halt und auch nicht so ein billiger Kniff, fand ich. Deswegen ist ganz gut gepasst, dass es eigentlich der war. Ja. So, natürlich fällt es ein bisschen leichter, weil man den, sag ich mal, eh nicht so gerne mochte wie den Duncan. Aber ich fand, das hat ganz gut gepasst. Mich hätten die Statistiken jetzt noch interessiert. Ihr könnt ja mal in die Kommentare unten reinschreiben, wer sich denn wie entschieden hat. Weil ein paar von euch haben es ja sicher auch gespielt. Ob zum Beispiel mehr Leute den Roderick geopfert haben oder den Asher. Das wäre echt interessant. Vielleicht könnt ihr die offiziellen Statistiken einfach mal runterschreiben. Weil ihr, wenn ihr es gespielt habt, dann habt ihr die ja auch vielleicht stehen. Dann wisst ihr, dass sich 60% so entschieden haben. Und wir sehen es jetzt leider gerade nicht. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass die Mira-Story nicht noch aufgelöst wird, zumindest ein bisschen. Bei einem Dialog so, ja, überleg dir genau, was du Cersei erzählst. Hm. Hoffentlich haben wir das jetzt nicht schon wieder vergessen bis zur nächsten Folge. Nee, man erinnert sich da mal rechtzeitig eigentlich wieder dran. Ja. Das geht eigentlich schon. Das ist ja echt schade um den Roderick, so fuck. Die Folge hat nicht besonders tolle Kritiken bekommen. Also die Reviews meinten irgendwie relativ übereinstimmend, dass das eine der schwächeren in der Staffel sei, fand ich jetzt aber gar nicht. Also, war okay. Es war nicht, dass es jetzt sofort sagt, okay, das ist die beste bisher.
Das ist auch nicht als besonders schwach aufgefallen, fand ich. Es war okay. Ja. Ende war jetzt fies. Ja. Ich überlege echt noch so, Das hier vorne, ist das mit der Elena ist halt schwierig, den Glenmores jetzt. Das andere hätte theoretisch zu Problemen mit den Kämpfern führen können, wenn der Asher tot ist. Mhm. Dass sie dem Roderick nicht folgen. Weil sie keinen Bock drauf haben. Mhm. Ich einfach sagen, ist mir doch wurscht, dann plündern sie jetzt halt hier von den White Hills das Haus und gehen wieder. Aber es war wieder so, es waren wieder zwei Brüder. Und einer muss einfach dran glauben. Zum Glück habe ich keinen Bruder. Ich habe nur eine Schwester. Ich hatte meinen Bruder. Also, jetzt wird mir einiges klar. Ja, der kam dann sehr uncool ums Leben. Du musstest das Tor aufhalten. Ich dachte, dass er raus bin. Und er dann gegen Honecker gekämpft. Ja. Das war ein Kampf. Ja, na schön. Wir tippen mal drauf die letzte Folge von Episode 5. Ja, so nee, nicht Episode Anfang 5, September würde ich schätzen. Von Staffel 1 würden wir mal so auf Anfang September. Um 6 Wochen halt knapp wieder. Ja, wobei die war jetzt relativ fix. Also es war die war gefühlt jetzt aber auch kürzer. Was sind 5 Folgen? Ja. Und so. Ich glaube, die war auch ein bisschen kürzer, oder? Ja. Nicht nur gefühlt. Ja. Wenn man die Videolänge zusammen, also ich dachte, das hat sich schon bestimmt. Also eigentlich jetzt auch gleich noch eine Folge spielen ungefähr. Also das ist schon ja. So. Vielleicht haben wir auch lange Folgen gemacht, keine Ahnung. Wir versuchen ja natürlich ein bisschen immer so den Storybogen, dass sich eine Geschichte abschließt, bevor wir eine Pause machen, dass es immer so ein bisschen passt. Aber es kam gefühlt ein bisschen kürzer. Das nächste ist die letzte Folge, oder? Genau, großes Finale dann im Spätsommer. Oh. Genau, wissen wir es natürlich noch nicht wann. Bin sehr gespannt. Ja. Freu mich dann heißt es wieder ewig warten, bis es weitergeht mit Game of Thrones, weil dann gibt es kein Buch mehr. Nee, doch, das Buch ja hoffentlich schon bald. Ja, aber auch nicht mehr dieses Jahr, bestimmt. Na, dieses Jahr nicht mehr. Neue Serienstaffel erst im Frühling und wer weiß, bestimmt auch eine zweite. Telltale-Staffel. Bestimmt. Wir freuen uns drauf. Also. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.